Wir sind hier auf der Messe und wir haben auch einen sehr spannenden Interviewpartner. Und zwar ist das der Thomas von Golden Glory Tattoo. Das ist seine Firma und er wird uns jetzt ein bisschen erzählen, was die Leute sich gerne tätowieren lassen. Ja, lieber Thomas, hier am Stand, die Leute können sich auch schon Tattoos stechen lassen. Was ist denn heute so das beliebteste Motiv? Also das beliebteste generell, ich würde mal sagen, kleine Rosen und so, Namen, Schriftzüge. Das ist schon relativ im Trend, ne? Die Messe ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, dass Leute aufmerksam werden auf den Betrieb und dann auch zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal kommen oder größere Aufträge dann bei dir machen. Was ist denn so dein Tattoo-Spezialgebiet? Also mein Spezialgebiet, ich habe mir so angeeignet, Rosen, Realistik, Tiere, Gesichter, so in diese Richtung. Mein Lieblingshauptgebiet sind eigentlich Chicano-Tattoos. Das sind diese berühmten Clownfrauen. Ja. Kannst du uns vielleicht das noch ein bisschen genauer beschreiben? Was sind das für Tattoos? Also Chicano, naja, eigentlich sind das Gangster-Tattoos. Ja, das ist so ein Trend, der nach Europa übergeschwappt ist, sage ich mal, von Mexiko. Ja, und das ist sehr stark im Rennen. Jetzt ist es ja oft so, dass man sich in Tattoo-Studios auch ein Piercing machen lassen kann oder auch Body-Modification. Macht ihr das auch? Also ich muss ehrlich sagen, ich dürfte zwar piercen, aber es liegt nicht in meinem Interessensgebiet. Also ich bin fokussiert auf das Künstlerische und ja, das Piercen ist nicht so mein Ding. Jetzt hatten wir ja schon ein bisschen die Trends, die hier bei der Messe sind, aber wie sieht es denn aus mit Trends allgemein? Was würdest du sagen, was lässt sich Frau und Herr Österreicherin gerne stechen? Also bei den Frauen eher so florale Muster, Blumen, Tiere, aber auch, wie gesagt, Chicano, sehr stark im Kommen. Man sieht schon, wenn du lächelst, die Zähne, die sind schön geschmückt. Was gibt es denn hier auf der Tattoo-Messe, was man sich noch unbedingt holen sollte? Kannst du uns vielleicht erklären, was diese Drill Skrills sind? Ja, also das ist halt Zähneschmuck. Wir haben ganz viele verschiedene Designs, was man machen kann. Also entweder ein ganzer Mund voll wie ich. Viele machen auch nur eine einzelne Stein da. Wir haben auch ganz viele Männer hier, die das tragen. Das ist immer ganz lustig. Es gehört einfach ein bisschen Bling im Mund. Also man sieht eh ganz viele Beispielefotos. Es gehört schon dazu hier. Es passt gut dazu. Jetzt vielleicht all jene, die das noch nicht kennen, geht das wieder weg nach einiger Zeit oder wie wird das angebracht? Genau, also das ist an deine Zähne geklebt, so wie eine Zahnspange. Das ist genau dasselbe Material und so. Du kannst es auch immer wieder runternehmen lassen von deinem Zahnarzt. Also das ist gar nicht schädlich für deine Zähne. Und es hält, also ich habe meine seit 3 Monaten, es kann auch ein Jahr bleiben. Kann sehr lang bleiben. Die Grills, die kennt man ja auch oft von den Musikvideos. Viele Rapper, die tragen das ja auch. Was ist so in Österreich, was würdest du sagen, was sind so die Trends? Was tragen da die Leute gerne? Also jetzt eine volle Grills haben die meisten noch nicht. Ich glaube, das kommt jetzt langsam mit der Zeit. Aber ja, ich merke jetzt eh, viele mehr bekommen einen und dann mehr und mehr und mehr. Also in Österreich merkt man das auch in Musikvideos und so. Die haben immer unten so eine volle Grill oder oben und jetzt kommt das in die Medien ganz groß, also ich hoffe, mehr und mehr Menschen werden das eh machen, weil ich finde das sehr schön. Jetzt macht das Lächeln sehr schön. Was würdest du sagen, was ist so dieses Jahr das Highlight? Vielleicht ein Stern oder ein Kreis oder was sollte man sich trendmäßig so auf die Zähne kleben? Ja, also viele machen einen Stern, einfach einen Stern. Perfekt, ist schon sehr cool. Die Celine, also die das macht, sie macht auch Fairy Dust. Das ist diese, was ich da habe. Das sind einfach ganz, ganz viele kleine und es macht einfach ganz viel Sparkles im Mund und das passt einfach sehr cool. Also das ist sehr trendy momentan. Kannst du uns vielleicht kurz sagen, was kriegst du heute für ein Tattoo? Eine Hyäne. Warum eine Hyäne? Das ist mein Zweitlieblingstier. Ein Wolf habe ich schon und jetzt kommt das eben noch dazu. Yeah. Was hat das für eine Bedeutung für dich? So eine Rudelführerin ist das. Und dass man sich nicht immer von anderen Menschen irgendwie so unterkriegen lässt oder so. Jetzt, wenn ich es mir so anschaue, sieht es aus, wie wenn du schon ein paar Tattoos hättest. Weißt du, wie viele du hast? Mit dem 1, 2, 3. Ja, 3. Und warum hast du heute die Tattoo-Messe ausgewählt, um dich tätowieren zu lassen? Eigentlich gehe ich jedes Jahr her. Es ist halt schön, wenn man keinen Termin braucht und ja, und ein bisschen rumschauen kann, was man haben möchte. Ja. Jetzt gibt es ja viele Leute, die lassen sich zum Beispiel auch Jahreszahlen tätowieren oder Bilder von ihren Liebsten oder von den großen Idolen. Hast du auch sowas? Nein, habe ich nicht. Finde ich jetzt nicht so super, von meiner Meinung nach her.
Du bist heute ja hier auf der Tattoo-Messe. Was würdest du sagen, wie viele Tätowierungen hast du? Wie viele ich habe? Ich habe von 14 verschiedenen Tätowierern aus der ganzen Welt. Und was sind das so für Motive, die du dir hast stechen lassen? Schräge, Comic-Style, ein bisschen morbide, erotische. Was würdest du sagen, ist so dein schönstes oder dein wichtigstes Tattoo? Es gibt ja viele Leute, die haben zum Beispiel den Geburtsdatum oder das Geburtsdatum der Familienmitglieder oder Gesichter von Freunden tätowiert. Für mich ist jeder Stich genau gleich wichtig. Ob der vor 30 Jahren gemacht worden ist oder gerade die letzte, sind alle genau gleich wichtig. Ja, dein Styling ist auch sehr cool. An was hast du dich da orientiert? Was ist so dein stylisches Vorbild? Eigentlich ist es einfach nur, wenn ich irgendwo was sehe und wenn es mir gefällt, sehe ich es an. Und mittlerweile ist das mein Lieblingsmantel. Der fällt zwar bald auseinander, aber ich habe 18 verschiedene. Ich laufe normalerweise mit Zylinder rum, habe auch Melonen, aber mittlerweile bin ich bei 31 originalen Zylindern. Und diesen Style habe ich schon 25. Dieser Style habe ich eigentlich seit ich 15 bin. Und jetzt bin ich 53. Und hier kenne ich Leute schon 20 Jahre. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Kommst du jährlich immer zur Wildstyle- und Tattoo-Messe? Nee, die letzten 2 Jahre war ich nicht an den Messen irgendwo drin, wegen den Corona-Auflagen. Da sind wir, ich und der Kollegen, einfach da hingefahren, wo es keine Regeln gab. Aber abgesehen jetzt von der Corona-Pandemie, bist du immer regelmäßig zur Tattoo-Messe? Nee, regelmäßig nicht, aber ich bin regelmäßig überall ein bisschen in ganz Europa unterwegs gewesen, bis vor 3 Jahren. Man sieht es hier schon im Hintergrund, Tattoo-Netzwerk. Was genau ist das? Bitte erklär's uns. Also wir sind ein soziales Netzwerk und wir wollen einfach Künstler und Leinwänder miteinander connecten und einfach den Leinwänden, wie wir sie bei uns nennen, also Menschen, die sich gerne tätowieren lassen wollen, die Möglichkeit geben, ihren Künstler zu finden und den idealen Künstler für ihr nächstes Projekt zu finden. Also man kann bei uns filtern nach verschiedenen Stilen, auch nach wie viele Jahre Erfahrung hat der Mensch oder in welchem Umkreis wohnt dieser Mensch, also in Wien zum Beispiel oder wohne ich jetzt in der Steiermark und brauche dort jemanden, weil ich nicht ewig lang herfahren will. Genau, und wollen halt damit auch einfach den Leinwänden helfen, nicht bei jemandem zu landen, mit dem sie dann unglücklich sind. Also gerade bei jungen Mädchen, die sich ihr erstes Tattoo machen lassen wollen, zum Beispiel jetzt ein Underbreast-Tattoo oder so, was ja doch unangenehm sein kann, wenn man da jetzt 3 Stunden oben ohne vor einem fremden Mann liegen muss, dass die sich halt die Leute genau anschauen können, Bewertungen lesen können und sagen können, ja, der oder die, vor allem weibliche Tätowierer, kann man auch filtern bei uns, ist mir sympathisch und ja, der traue ich das zu, dass die wirklich 3 Stunden lang jetzt meinen Körper bearbeitet. Genau. Jetzt hast du uns das ja sehr schön beschrieben. Was würdest du sagen, was ist so die Hauptzielgruppe, die sich an euch wendet? Sind es eher die Mädchen oder auch Männer, die sich an euch wenden? Sowohl als auch. Also sowohl Männer als auch Mädchen. Was viele praktisch finden, ist, dass man vor allem auch einen Stil filtern kann. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte jetzt gerne ein Anime-Tattoo oder etwas im Comic-Style, dass man da jetzt wirklich suchen kann, wer tätowiert das und wer macht diesen Stil so, wie es mir wirklich gefällt. Was war denn die Motivation oder auch die Idee dahinter, das Netzwerk zu gründen? Also eben bei mir war eben das Problem, dass ich mir eben dieses Underbreast-Tattoo abstechen lassen. Ich war jetzt zwar keine 18, aber für mich war es auch unangenehm, bei jemandem zu sein, der halt nicht mit mir sprechen wollte und mir immer nur gesagt hat, ich soll nicht atmen. Es war halt ein bisschen unangenehm. Und da habe ich gesagt, das gibt es ja nicht, das will ich eigentlich anderen jungen Frauen vor allem nicht zumuten. Und dann bin ich zu meiner Schwester gegangen und habe gesagt, das kann es ja nicht sein, da müssen wir was machen. Und sie hat gesagt, na, da setzen wir was um. Und zwar kostenlos für Tätowierer und für Leinwände, weil wir wollen damit kein Geld machen, wir wollen die Leute nicht ausrauben, wir wollen ihnen einfach wirklich die Möglichkeit geben, das Tattoo zu bekommen, was sie sich wirklich wünschen.